soweit also die Ministerin, die sich hier nochmal zum Marder eben geäußert hat. Aber sie hat eben bei diesem Pressetermin sich eben auch zu möglichen Leopard-Lieferungen geäußert. Und da hat sie eben sinngemäß gesagt, sie könne sich das grundsätzlich vorstellen, aber natürlich wolle sie nicht vorgreifen und das müsste auch nur im Rahmen mit den Verbündeten halt eben geschehen. Da hat sie sich nochmal auf sicheres Terrain gerettet. Aber wenn man das jetzt sich so Revue passieren lässt, ist es doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Deutschland irgendwann den Leopard irgendwie gen Osten schicken muss, oder? Sie kennen die Politik genauso gut, wie ich sie seit vielen Jahren kenne. Ich habe das zunächst mal militärisch bewertet. Der Einsatz von westdeutschen oder westeuropäischen Schützenpanzern zieht militärisch zwangsläufig den Einsatz von Kampfpanzern nach, weil der Erfolg insbesondere im Bereich Angriffsoperationen und Offensiven nur durch die Kombination von beidem noch im Zusammenwirken mit der Artillerie, mit Drohnen, mit Kampfhubschraubern erfolgt wird. Also ich rechne ehrlich gesagt militärisch fest damit. Politisch möchte ich aber auch noch was sagen, auch noch mal aus meiner Sicht meines Vorlebens. Ich bin schon etwas erstaunt, dass der polnische Präsident so in Vorleistung gegangen ist. Warum? Weil der kennt die sogenannte Endverbleibsklausel, die internationales Recht ist, genauso gut wie wir alle. Insofern weiß jeder, ein Einsatz von spanischen, polnischen oder anderen Kampfpanzern kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Und ich bin sicher, dass diese Absprachen, diese internationalen Absprachen, dass die bereits laufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der 20. Januar ein wunderbares Datum ist, um da zum Ende zu kommen. Diese politischen Geplänkel, dass der eine wie Macron bei den Schützenpanzern oder jetzt Duda bei den Kampfpanzern ein wenig aus der Deckung kommt, das sind so allgemeine Spiele, die wir kennen. Da würde ich ganz kurz noch mal einhaken, weil Frau Lamprecht wurde nämlich auch bei diesem Treffen da gefragt. Herr Duda hat ja schon angekündigt, dass er eben Leopard-Panzer in die Ukraine liefern will. Und dann geht es ja um diesen deutschen Vorbehalt, dass die Bundesregierung sagen kann, nein, nur wenn wir genehmigen. Da wurde sie gefragt und da hat sie in diesem Pressestatement gesagt, mir liegt gar keine Anfrage aus Warschau vor. Ist das glaubhaft? Ja, das ist auch wieder, das ist politische Sprache, die mir völlig wesensfremd ist. Okay. Wir Soldaten reden Klartext. Jeder versteht. Ist auch sehr sympathisch, wenn man Klartext redet. Und auf den Punkt. Insofern, ja, aber auch das kenne ich aus meinen langen Brüsseler Zeiten. Es mag ja sein, dass eine offiziell formelle Anfrage noch nicht gestellt worden ist. Muss ja auch nicht, denn ich gehe fest davon aus, nächste Woche wird entschieden. Aber diese Gespräche sind natürlich alle gelaufen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.